der Timo Bernd hat natürlich alles gelesen, wo er das Drehbuch dann geschrieben hat. Und in dem Zuge, in der Zusammenarbeit mit dem Timo, dieses Hin und Her, hat man natürlich viele Sachen auch extern überprüft. Ja? Also wie dann auch die Max-Schmeling-Stiftung zum Beispiel, hat sich auch die ganze Sache nochmal genau durchgelesen, vor Augen geführt. Und das sind natürlich so Sachen, die sind dann schon wichtig, dass man da dann auch selber als Regisseur die nötigen Informationen reinholt. Ne? Und weil man gerade der Henry ist natürlich der absolute Max-Schmeling-Experte. Ja? Und da muss man natürlich irgendwo mithalten können und kann jetzt nicht auf einmal sagen, interessiert mir alles nicht. Ne? So, also von daher war man da natürlich ganz anderen Sachen verpflichtet als bei einem anderen Film, der rein fiktional ist. Dass wir einen realistischen Approach haben hier bei unserem Film. Ich fand den Joe und Max einfach zu TV-clean. Der war irgendwo, da hat man nie gemerkt, dass da auch Schweiß, Blut und Tränen und Dreck und so weiter da war. Und ich denke, das ist ein anderer Ansatz. Ne? Und durch die Tatsache, dass die Boxkämpfe bei uns eben auch extrem viel Raum einnehmen werden, ist für uns Max Schmeling eben auch ein klarer Boxerfilm. Also es ist einfach jetzt nicht ein Melodram, wo auch mal 3 Minuten geboxt werden, sondern es ist das Leben. Warum ist er der größte Sportler aus Deutschland, im Jahr, Sportler des Jahrhunderts gewählt worden? Ja? Weil er Boxer war und nicht, weil er eine Liebesgeschichte hatte. So, und das, und der Sache kommt, zollen wir auch Tribut. Der Großteil in Zagreb aus Kostengründen. Wenn man in Deutschland keine Förderung kriegt, dann sagt man sich natürlich, wie soll man einen Film in Berlin drehen mit irgendwie 5 Millionen Euro, die wir haben. Ja? Das geht nicht. Und weil der Film hat 60 Location, der hat 60 Sprechrollen, der hat ja tausende von Statisten über die Laufzeit. Ja? Also ich glaube, wir haben 10.000 Statisten insgesamt über die Laufzeit des Films. So, und da war klar, in Deutschland nicht zu machen. Und dann Zagreb, der von Jadran-Film, die hatten hier schon die Blechtrommel gedreht, die haben das dreckige Dutzend hier gedreht, die haben die ganzen Zweite Weltkriegsklamotten im Storage sozusagen. Ja. Und da war natürlich jetzt hier für uns perfekte Situation. Das letzte, was ich in Deutschland gedreht habe, war ein Video für Nightwish. Das ist aber bestimmt schon das war bei Alone in the Dark, ja, das haben wir in Mainz im Schlachthof gedreht. Und das war sicher, das ist 4,5, 5 Jahre her, war aber nur ein Drehtag. Und dann 1995, erstes Semester, war zum letzten Mal Dreharbeiten in Deutschland. Ja. Deshalb finde ich es auch witzig, dass der Christian Kamann, mein Hauptdarsteller vom ersten Semester, hier Hitlers Adjutant spielt. Ich denke auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das eine Situation ist, wo man eine große Identifikation mit den Boxern im Ring auch kriegt, weil man sie einfach selber mal so ähnlich erlebt hat, also auf viel kleinerem Niveau, aber eben erlebt hat. Und ich denke, was natürlich sehr hilft, ist, wenn man mal geboxt hat, dass man in den Boxszenen, ich sag mal, es schwer zu verarschen ist auch. Ne? Also das heißt sozusagen, ich kann denen einfach Befehle ansagen und ich weiß einfach, diese Boxersprache, ja, so, also, und kenn da einfach die, wenn du sagst, eben, einfach die Linke mal tiefer setzen, also so, das sind einfach, ich weiß genau, wie die denken, ja, und das hilft natürlich total bei dem Boxen. Ja, auf jeden Fall Filmkarriere, also meine Boxkarriere wäre sehr schnell beendet gewesen, glaube ich. Und man sieht ja auch mal, das ist ja auch toll, wenn man jetzt hier mal so einen Film dreht und steht im Ring sozusagen mit solchen Supertalenten, ne? Die einfach so die Top-Dings, dann weiß man einfach auch sofort, dass man es da nicht hätte hinbringen können. Es sei denn, man hätte zum Beispiel wie der Henry mit 6 Jahren angefangen zu boxen. Ja? Und der hatte 200 Amateurkämpfe, da war der 16. Ja? So, also das heißt, diesen Erfahrungsschatz, die Sachen, da kommt man im Spitzensport eben, ich meine, der Phelps ist auch nicht erst im Wasser beim Schwimmen seit 2,5 Jahren, ne? Und ich glaube, das ist einfach so der Punkt, da kommt man als so Hobbysportler, auch über ein bestimmtes Niveau kommt man da einfach nicht mehr hinaus. Ja, ist auf jeden Fall ein Kinofilm und wir hoffen nächstes Jahr, Februar, März, dass er dann ins Kino kommt. Ja? Also wir haben eine Garantie über 100 Kinos Minimum und hoffen natürlich, dass es mehr werden und hoffen natürlich, dass dementsprechend die Leute auch reingehen. Ne? Und ich denke, man hat ja mehrere Aufhänger mit dem Film. Einerseits die ältere Generation auch nochmal zu bewegen, ins Kino zu gehen. Und das passiert ja in den letzten 1-2 Jahren immer öfter. Ich meine, in Buddenbrock sind auch 1 Million Leute reingegangen. Ja? Aber dann hat man bei dem Film durch Henry Maske und durch diese ganzen Boxer natürlich auch irgendwo ein jugendliches Publikum.
Der Siegburg-Film, der Stoic-Film, der wird jetzt wahrscheinlich nur auf Video rauskommen in Deutschland und nicht ins Kino. Ich hatte auf ein paar Kinos gehofft. Dann haben wir Rampage und Storm, die beide hintereinander jetzt gerade fertiggestellt werden. Rampage haben wir jetzt in Cannes zum ersten Mal gezeigt. Und da hoffe ich natürlich auch auf zumindest einen kleinen Kinostart. Dann habe ich den Darfur-Film gedreht, diesen Sudan-Film über die Situation in Darfur. Und jetzt Max Schmeling. Also es kommt noch einiges raus, aber jetzt war es das auch erstmal. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich jetzt bis nächstes Jahr definitiv nichts mehr drehen werde. Wenn man jetzt mal irgendwie 6 Filme in 2 Jahren gedreht hat, dann ist es auch mal gut, ne? Weil ich habe ja pausenlos irgendwelche Cuts zu gucken, obwohl ich gerade Max Schmeling drehe. Ja, weil kommt dann irgendwie der letzte Storm-Cut, dann kommt der Davor-Cut. So, und da muss jetzt auch mal so ein Break rein. Auf jeden Fall, ja, weil man sich natürlich auch denkt, erstens muss man wieder mehr zurückkommen zu dem, womit man angefangen hat im Endeffekt, ja. Also die Videospiele kamen ja erst nach 7 Filmen im Endeffekt, ja, mit House of the Dead. Und zum Zweiten denke ich, dass es eben noch mehr sehr, sagen wir mal, realistische Geschichten gibt, wie dieses Sudan-Ding, wie der Siegburg-Ding zum Beispiel, die auch noch eine zweite Dimension haben. Wo eben jetzt nicht nur reine Unterhaltung ist, sondern wo noch was wirklich mit rüberkommen kann, auch bei Max Schmeling natürlich. Und das macht einem dann doch mehr Spaß. Ne? Ich sag mal, so ein Film wie Postal, da ist man dann auch irgendwo mehr befriedigt, wenn man den fertig gemacht hat. Ja? Und auch wenn dann der wirtschaftliche Erfolg nicht so groß ist, ist man trotzdem happy, dass man den Film gemacht hat. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn der wirtschaftliche Erfolg nicht so groß ist und man ist mit dem Film an sich nicht so happy. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass man denkt, jetzt habe ich hier ein halbes Jahr diesen Scheiß gemacht im Endeffekt, ja, und das Ergebnis ist genauso wie bei Heart of America oder so, ja, aber dann bei Heart of America ist ein Film, wo man heute noch eigentlich drauf stolz sein kann.